Hallo und willkommen zurück, weiter geht's mit South Park auf der Xbox One. Wir müssen jetzt zurück zum Kuhn-Versteck, denn wir haben genug Follower und Aufgaben. Wir haben genug Follower gesammelt und Aufgaben erledigt, um im Level aufzusteigen anscheinend. Und dazu müssen wir zurück zu Carmen. Neuer Stopp! Okay, doch nicht. Die ganzen roten Legos? Das ist Lava. Die ist absolut tödlich. Nicht berühren. Halt, das ist unlogisch. Wer tut da Lava hin? Nimm das, Kuhn, Freunde. Es war Chaos. Ganz recht, Kuhn. Ich habe in der ganzen Stadt strategisch Lava platziert. Ich kann es euch doch nicht so leicht machen. Was wäre die Welt ohne ein bisschen Chaos? Okay, könnt ihr abschalten. Um Chaos kümmern wir uns später. Wir haben andere Prioritäten. Kuhn, Ende. Okay. Das war Jimmys Haus. Okay, das ist wahrscheinlich nur eine Ankündigung, was passieren wird. Aber was ich mich gerade frage, ist, wie viele verdammte rote Lego-Steine hat Butters zur Verfügung, dass er das überhaupt machen kann? Das muss teuer. Jetzt schau dir das an, Mann! Halt die Fresse! Ups. Jetzt schau dir das an, Mann! Du bist tot. Du bist tot. Okay, wir dürfen uns den wirklich einfach nicht nähern, so. Ich hatte eben einfach X gedrückt, weil ich die hauen wollte. Und ich wusste nicht, was jetzt passiert ist. Schau dir das an, Mann! Den hier hab ich von Ascher, ihr Schlampen! Cartmans Haus. Erkennt man ja am Turm. Da ist er. Ach ja. Fick dich, Mom. Auch interessant, dass wir das immer wieder machen müssen. Ich dachte, das wäre jetzt einmal freigeschaltet, wie es typisch bei den Spielen ist. Ah, da bist du ja, Wunderarsch. Super, ist das jetzt mein neuer Name? Was du dachtest, hä? Ist schon okay, du stellst dich zwar beschissen an, aber ich hab Mitleid mit dir. Weil dein Dad deine Mom gefickt hat, als du klein warst. Komm mit. Ich erzähl dir was über Artefakte. Die meisten Helden verstärken ihre Fähigkeiten durch spezielle Ausrüstung. Siehst du das? Das ist ein Stärke-Artefakt. Natürlich. Du findest so Zeug überall in der Stadt. Der Witz ist, sie in deine Artefakt-Slots zu stecken. Na los, probier's aus. Wo soll ich das reinstecken? Jedes Artefakt kann nur an eine bestimmte Körperstelle gesteckt werden. Nimm das hier, um deine Stärke zu erhöhen. Ja. Artefakte steigern deine Macht, welche über die Kampfkraft deines Teams entscheidet. Um stärkere Gegner zu besiegen, musst du stärkere Artefakte ausrüsten. Steigere deinen Heldenrang, um neue Artefaktplätze freizuschalten. Es verbindet sich mit deiner DNA und ist kurz unangenehm. Du wirst viele Artefakte finden auf deinen Superheldenabenteuern. Kannst auch selber welche basteln. Denk dran, Macht bedeutet geile Mädels und Kohle. Du solltest diese Sechstklässler jetzt schaffen. Mach sie fertig. Arschloch! Noch einmal und wir sind alle tot! Ach, ich weiß auch nicht, warum ich das immer wieder mache, aber irgendwie mag ich es auch ein bisschen, Karten zu provozieren. Na gut, das heißt, wir können jetzt zu den Sechsklässlern bzw. an den Sechsklässlern vorbei. Jetzt hauen sie es nicht mehr einfach um, aber es sind schon verdammt viele. Wir sind jetzt auch zu dritt. Was ist das? Das ist eine Schnellreisestation? Dies ist deine erste Schnellreisestation. Such weitere, die werden dir das Leben erleichtern. Okay, das heißt, wir können jetzt auch nirgendwo hin. Ja. Haben wir doch gemacht. Das ist wahrscheinlich nicht die Hauptstraße. Gut, also gehen wir jetzt zu den Sechsklässlern und hauen die auf die Fresse. Komm, Mizi. Schwer. Wirf einfach einen Stein. Nein, ich darf einen Stein schmeißen. Oh. Ich finde euch schon... Wirf doch stattdessen einen Böller. Hey, die sind teuer. Gib mir den Stein. Du Pussy, zünd das Scheißding an. Nein, ich werf den Stein. Hey, der kleine Viertklässler schon wieder. Jetzt gibt's mal richtig auf die Fresse. Ups. Shit, das war doof. Falscher. Wollen wir uns wirklich mit den Sechsklässlern anlegen? Keine Gnade, Leute. Klar, ladet all eure Viertklässler-Freunde ein. Mehr Spaß für mich.
Ich habe zurzeit einen Haufen Stress. Den werde ich an dir abbauen. Casual Helden haben einen Vorteil. Heroisch Helden und Gegner sind gleich stark. Superhelden Gegner haben einen Vorteil. Okay, jetzt können wir die Schwierigkeit auswählen. Und ich würde es jetzt einfach mal bei normal, also heroisch lassen. Im Pausenmenü kannst du den Schwierigkeitsgrad der Kämpfe jederzeit anpassen. Ja, das dachte ich mir schon. Ja. Zeig uns, was du drauf hast. So. Das gibt garantiert eine Narbe. Ui. Ich bin jetzt dran. Na, ich kann gerade nicht mehr lesen. Ohne zu zucken, Respekt. Also ihr habt jetzt gesehen, was da stand. Ich war konzentriert auf den Kampf. Wer ist das nächste Ziel meiner grenzenlosen Wut? Lass dich da von deinem Freund massieren. Okay, jetzt sind wir angewidert. Ich bin drin. Okay. Ja. Ja. Heilen wir uns. Ja, das ist der Jetstream zum Heilen. Ziemlich praktisch. Ziemlich praktisch. Craigs Blockkräfte erlaubt es ihm, Schaden umzulenken. Ja, gucken wir uns die Details an. Blockkräfte wehren bis zum Ende des nächsten Zuges Schaden ab. Ein Charakter, der blockt, nimmt nur Schaden, wenn er zurückgestoßen wird oder der Angriff so viel Schaden anrichtet, dass er den Block durchbricht. Probiere Craigs Blockkräfte aus, indem du Y drückst. Super Craig zur Rettung! Na gut, warte mal. Zumindest ihn können wir blockieren. Räuber kam's! Berserker-Modus. Nehmt eure Medizin, Zwerge! Jetzt ist wieder Platz für einen ganzen Hamburger! Du schaffst das! Okay, stoßen wir die wieder zurück. Das habe ich kaum gesehen. Jetzt ist nur noch einer übrig. Wir sind angewidert. Für Viertklässler seid ihr echt sehr erschrocken. Ach du Scheiße. Voll machen! Meine Laser sind wieder komplett aufgeladen. Jetzt kann's losgehen! Heilen wir uns lieber mal. Heilung! Okay. Humankind ist also unser Heiler. Wer braucht am meisten eine Drachprügel? Ich hab genug von dem Kack. Ich fühle mich so schwer. Der kann sich jetzt dementsprechend, glaube ich, weniger bewegen, würde ich mal sagen. Sind alle angewidert. Oh, ein neuer. Jetzt reicht's mir. Ich hätte auch auf Seite gehen können. Viertklässler-Versohlen, geile Sache. Oh Gott. Ja. Hast du jetzt an zu heulen, Zwerg? Ja, ich weiß, ich... Fühlt den Zorn von Humankind! Ich heil uns lieber nochmal alle. Also letztendlich fällt es mir doch dann sehr gut, dass Kyle Heiler ist. Schwindelwind! Ein schadensabsorbierender Schild! Ich wollte doch heilen. Falscher Knopf. Bin ich schon am Zug? Okay. Der ist tot. Vegafaustschlag! Den haben wir die Fresse poliert! Yeah! Geronblatt. Und 26 Cent. Okay, das war ziemlich cool. Geile Teamarbeit. Ja, das stimmt. Okay, geile Aktion. Warte nur, bis sich rumspricht, dass wir 4 Sechsklässler verprügelt haben. Das fördert das Franchise. Obwohl ich jetzt natürlich alle Sechsklässler im Visier habe. Das war ein Fehler, ziemlich dumm. Okay, jetzt besorgen uns noch mehr Follower. Schönen Dank auch. Sind wir eben nach ganz links gegangen? Wir können ja mal gucken, ob es da noch weitergeht. Ansonsten gehen wir natürlich da lang, wo wir jetzt gerade... Du hast bei Kryptonit nichts angegeben. Bist du unbesiegbar? Das geht nicht. Laut den Regeln brauchst du eine Schwäche. Such Mosquito, der hilft dir. Ich übertrage den Rest auf deine Karte. Es ist Zeit für ein paar Heldenmissionen, um deinen Charakterbogen auszufüllen. Ich weiß nicht, ob ich das will, dass wir jetzt eine Schwäche angeben, aber wir haben auf jeden Fall ein paar... Hier, Pussy! Ja, Schnauze. Achso, wir jagen da der Katze hinterher, oder was? Was haben wir denn hier?
Können wir hinter dem Haus durch... Nein, scheinbar nicht. Achso, da ist der Zaun kaputt. Also ich ignoriere das da oben alles eigentlich. Gut, wir haben hier was zum Öffnen. Ich habe jetzt eigentlich nicht groß Lust, eine Schwäche auszuwählen. Aber wir müssen natürlich früher oder später trotzdem zu Mosquito. Und wir haben jetzt ein paar zusätzliche Missionen freigeschaltet, die wir machen können. Waren wir hier schon drin? Nein, ich glaube nicht. Ist kein Fernseher, sondern nur eine Schale mit Orangen. Oder Mandarinen, Clementinen, was auch immer. Das heißt, wir haben hier ein neues Klo zum Ausprobieren. Aber in welchem Haus sind wir denn? Kuchen. Habt ihr es schon erkannt? Ich noch nicht. Hier hängt ja auch nur ein Bild. Was ich jetzt aber auch nicht wirklich zuordnen kann. Sieht fast eher ein bisschen nach Simpsons aus. Mit dem Boot drauf. Okay. Sexy Robot. Hier. Das Kostüm. Schulbericht zu lesbischen Cheerleadern. Verdammt, von wem ist denn das noch? Ach so, hier, klar. Clyde heißt er doch, oder? Gut. Auch das haben wir jetzt wieder ausgeräumt. Wir haben jetzt über 4 Dollar schon. Hui. Und wir haben ein neues Klo. Irgendwann werden wir Klomeister von South Park. Auch wieder nur 2 Sterne, das ist ziemlich einfach. Ja. Gut, das haben wir auch geschafft. Kloherrscher. Was ist ein Abwasserhörnchen? Hier haben wir alles erledigt, würde ich mal sagen. Zumindest vorerst. Und widmen uns dann wieder der Außenwelt. Ladebildschirm? Ist es immer? Kommt mir jetzt gerade seltsam vor. Ist doch sonst nicht, wenn man aus dem Haus rausgeht. Eine Terrence und Philipp-Tasche. Hier ist doch... Hier ist das Vorderrad, aber na gut, da können wir nichts tun. Da können wir aber was hinwerfen. Hilft uns das? Können wir da jetzt nochmal was gegenwerfen? Nö. Aliens, willkommen. Fick dich, du Wicht! Das ist Körperverletzung! Hier können wir noch kurz die Tasche da öffnen. Auch gesperrt. Gut, dann halt nicht. Hm, machen wir das dann noch kaputt. Ödland, ja, bla. Das ist Bibis Haus. Das Shake-Weight, ja. Da können wir also in den Keller. Das Bibi auch nicht. Was haben wir denn da? Willkommen in meiner Männerhöhle. Oder eher Männerküche. Genau, das ist dann eine Männerhöhle. Erinnerst du Capri-Sonne? Oh, das waren die Besten. Ich erinnere. Oh, ich erinnere. Erinnerst du Takeshis Castle? Klar erinnere ich. Beste Sendung überhaupt. Auf jeden Fall. Takeshis Castle habe ich früher echt unglaublich gerne geguckt. Willkommen in meiner Männerhöhle. Ja, ja, oder eher Men. Aber ja, die Einerbeeren, die Memberries. Memberberries? Weiß gar nicht. Okay. Sorry. Einkaufen. Die Babyfrühjahrskollektion ist da.
Können wir irgendwie den sinnlosen Kram verkaufen? Alle Verbrauchsgegenstände, Komponenten. Wir haben doch ganz viel Schrott, oder? Können wir den Schrott nicht einfach verkaufen? Schrott. Ja, gut. Können wir die alle verkaufen? Bitte. Ui. Jetzt wäre er richtig reich. Haianzug. Teufelsmaske. Okay, das heißt, wir können uns noch andere Haare kaufen. Es kann also sein, dass wir die Haare, die wir beim Stab der Wahrheitsspiel hatten, dass wir die Haare einfach nachkaufen können. Bei dir ist alles eine Verbesserung. Schönen Dank auch. Mir gefällt unser Kostüm tatsächlich nicht und da wir jetzt gerade so viel Geld gesammelt haben... Jetzt sind wir wie Cinna und Katniss. Wahnsinn, oder? Kaufe ich einfach mal. Komm bald wieder. Das High-Kostüm. Das können wir uns bestimmt auch anziehen. Ups. Inventar. Hier bestimmt, aber wo? Ah, Kostüme. Wenn man lesen könnte. Assassinenanzug? Nee. Haha. Wir können auch die Farbe ändern, das ist ja schön. Sind wir dann ein Feuerhai? Machen wir es mal so. Ja, das ist doch gar nicht so schlecht. Sehen wir zumindest mal ein bisschen anders aus. Und bitte. Ja, das sieht schon mal deutlich besser aus, aber muss jetzt... Ich bin geneigt, einfach das zu lassen. Oder wir haben es jetzt gekauft, dann nehmen wir es auch, aber nur aber auch noch die Farben. Das sieht jetzt schon ein bisschen scheiße aus. Das sieht aus wie Lippenstift. Nee, dann machen wir das lieber. Entweder auch orange. Machen wir es so. Sieht zwar jetzt irgendwie total bescheuert aus, aber das ist ja auch egal. Jetzt sind wir der Feuerhai. Falscher Knopf, sorry. Lass uns ein Selfie machen und Instagram-Freunde sein. Wendy Testburger. Cooles Pick. Nein, wieder falscher Knopf. Wunderbar. Wie heißen die noch? Die Yowies? Jetzt haben wir schon mal eins. Wir brauchen aber 10. Okay. Eine riesen Truhe. Da habe ich gehofft, dass da jetzt was Besseres drin ist. Das High-Kostüm sieht schon verdammt scheiße aus. Was ist das? Ich dachte, wir können das Klon nicht benutzen. Wieso ist denn... Können wir das nicht abziehen? Wieso ist das nicht gelb? Nicht golden? Ja, schön auch mit den Flossen. Yeah. Lecker. Auch das haben wir jetzt geschafft. Aber ich bin trotzdem irritiert, dass hier die Klospülung nicht golden ist. Oh, gab es jetzt noch eine Tür? Ist das das Lied von Lemmywinks, was da läuft?
Na gut, ich dachte, es geht jetzt noch weiter. Hier. Okay. Ich weiß nicht, können wir irgendwas machen? Nö, zumindest jetzt noch nicht. Das ist zwar golden, das hat aber nichts damit zu tun. Twirps. Hat die noch ein Chin-Pokémon? Oder ist das ein Glücksbärchen? Oder was ist das? Ja, yeah, Lemmings. Kein Ladebildschirm oder zumindest ein anderer. Boah, Alter! Stört uns nicht! Wir sehen Chaos! Willst du hier eine Wurst absetzen? Ich will schon kämpfen, aber ich hätte gern einen Vorteil. Plan ändern, Kampf starten. Okay. Das sind ganz schön viele. Ihr seid nichts gegen meine Armee! Shit, so weit kommen wir gar nicht. Ja, pro Reihe haben wir auch nur einen. Dann können wir genauso gut von hier aus angreifen. Oh, hat was! Jetzt wird's chaotisch! Es ist keine Zeit! Ja, okay, das ist blockiert. Greifen wir ihn an. Es gab ein kurzes technisches Problem. Die Aufnahme ist leider gerade abgebrochen. Sie sollte aber soweit noch okay sein. Es sind jetzt eigentlich nur ein paar Sekunden für euch verloren gegangen. Und jetzt sollte es hoffentlich wieder vernünftig weitergehen können. Viel Spaß. Überzeugt. Wow. Selbstmordattentäter. Knie nieder vor Chaos oder verwirke dein Leben! Okay. Kriegen wir eben Kopfstoß, dann ist er tot. So ist er ebenfalls tot. Mega Faust, Pacharoo! Kannst loslegen, Craig! Lass mich nicht kalt! Okay. Hier haben wir doch das. Ja, gut. Dein ist fast down. Was ist das denn? Chaos ist unausweichlich! Oh shit. Komm wieder auf die Beine, Arschboy! Arschboy? Jungenkeit ist startbereit! Gut, der ist dann tot, aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir zwischen den Kämpfen wieder komplett aufheilen. Doch, es kann uns eigentlich egal sein. Wir bringen den da einfach um. Noch ein Gegner am Boden. Das ist noch vertretbar, oder? Oh, Mikro. Unordnung obsiegt! Oh, shit. Hast du das gesehen, Meister? Oh, bin ich dran? Das ist alles blockiert. Bringt uns in dem Fall nichts. Können Sie versuch's auch nicht mehr. Direkt ins Ego. Siehst nicht so fit aus, Neuer. Ja, das sehe ich wohl auch so, aber... Das bringt mehr. Es ist das Timing. Das ist eine Ansage. Okay. Ich kann nicht mehr lange. Heilen wir uns mal lieber. Wohl bekommst. Aufwind! Ja! Oh shit. Chaoszeit! Ja, dem können wir jetzt eine verpassen. Dann werde ich egaler sein. Okay. Langsam sollten die Bösen ihr Leben überdenken. Das war effektiv. Hey, die Tür kriegen wir noch auf.
Streichholzbrief. Aha. Achso, Moment. Können wir jetzt die Kerzen entzünden? Sind wir im Gemeindecenter? Toiletten. Ah, das war scheiße. Na gut, da gehen wir jetzt nicht hin. Vielleicht kommen wir aufs Frauenklo. Ha, falscher Knopf. Ist ja gut. Ich brauche kein Instagram-Foto. Danke. Nee. Halten, okay. Na. Ich weiß noch nicht wirklich, was das da bringt. What the fuck? Ich bin gerade irgendwie auch froh, dass wir das nicht hauen können. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, warum ich das versucht habe. Da. Kriegen wir vielleicht ein bisschen Kleingeld raus? Ja. Hey, ich geht. Kriegen wir das geöffnet? Das ist zumindest golden, aber nee. Faith plus 1. Cartmans Christenrockband. Okay. Das kriegen wir doch runter. Keine Augenmaske. Ah. Glückwunsch, das Schnellreisesystem ist voll ist bereit. Mit weiteren Stationen kannst du dein Netzwerk erweitern. Bei Schwierigkeiten kommt Blitzfreak vorbei. Bis dann. Okay. Das heißt, wir können jetzt mit ihm kämpfen. Oh je, die Rutschflüsse ist bestimmt ein Riesending. Arcana Hut. Gut, gut. Okay, hier können wir noch nicht vorbei. Gehen wir mal in die Grundschule, vielleicht ist ja auch alles zugesperrt, aber... Es könnte ein relativ großes Gebiet sein. Die Weihnachtsferien sind noch so weit weg. Okay, wir müssen mit Mackey sprechen. Hör auf damit, Kind! Mit Mr. Mackey, Entschuldigung. Können wir das mit einem Furz antreiben? Nein, nicht wirklich. Aber wir können doch bestimmt hier Selfies machen. Na, wie sieht's aus? Was geht ab? Klar, ich mache eh 10 Selfies täglich. Das klingt wie vom Arzt verordnet. Juhu! Schick! Ja. Ich warte auf den Mathematikwettbewerb. Klar, machen wir ein Selfie. Juhu! Dafür ist die Schule wahrscheinlich ziemlich praktisch. Da werden jetzt auch ja, einige. Ja, danke. Sie bedankt sich. Du bist neu, hä? Ich behalte dich im Auge. Mach bloß keinen Scheiß. Okay, aber mach keinen Scheiß, ja? Mach keinen Scheiß. Ah, schön. Okay, weil ich keinen Scheiß gemacht habe. Okay, Schluss mit dem Scheiß, ein für alle Mal. Das war ja schon mal zumindest ziemlich erfolgreich. Influencer, yeah. Oh je, ich sag ja, das ist ein großes Gebiet. Gesperrt. Ja, können wir doch direkt zu Mr. Mackey gehen. Oh, hi, du bist der Neue, richtig? Okay. Oh, gut, danke fürs Kommen. Nimm Platz. Oh, hallo, Neuer. Ich widersetze mich einfach mal und geh. Oh, hi, du bist der Neue, okay, richtig? Es startet einfach von neuem. Oh, gut, danke fürs Kommen. Nimm Platz. Ja, ist ja gut.
Mit mir als Vertrauenslehrer kannst du über alles reden, okay? Verstehe ich richtig, dass du über dein Geschlecht reden willst? Nein. Okay, also ich bin geschult in Geschlechtsfragen, okay? Du musst keine Angst haben. Okay, mein Kind, es ist wirklich einfach, wenn du über dein Geschlecht reden willst, dann... Du fängst an, indem du sagst, na ja, ich bin ein Junge oder ein Mädchen oder was anderes. Okay. Machen wir einfach mal sonstiges. Ich weiß nicht wirklich. Männlich wäre jetzt einfach zu einfach. Ich nehme jetzt einfach mal sonstiges. Sonstiges? Du meinst, dass du weder Junge noch Mädchen bist? Du glaubst also nicht, dass du ein Geschlecht hast. Okay, warte einen kleinen Moment. Ich muss meine Eltern anrufen. Das dauert nicht lange. Hallo, hier ist Mr. Mackey, der Schulpsychologe. Ja, hi, ich habe Ihr Kind hier in meinem Büro und, Ihr Kind hat mir gerade erzählt, dass es sich identifiziert als geschlechtsneutral. Oh, das wussten Sie. Okay. Also nein, gar nicht. Es ist nur, ich glaube, dass jeder gedacht hatte, dass das S ein Junge ist, okay? Ja, nein, das ist super. Das ist gut zu wissen. Ich glaube, ab jetzt kann ich wirklich vielleicht helfen. Recht herzlichen Dank, okay? Wiederhören, okay? Okay, das ist meine Überraschung. Aber es ist gar nichts falsch daran, sich nicht männlich oder weiblich zu fühlen. Man kann das Geschlecht haben, das man will, okay? Selbst wenn es keins ist, das ist okay, total. Sei vorsichtig, okay? Denn es gibt viele Leute, die dich nicht so akzeptieren werden, wie du bist. Und mit denen musst du fertig werden, okay? Also komm jederzeit wieder. Ist das jetzt festgelegt? Kann ich das vielleicht wieder ändern? Nein. Wann immer es dir passt. Ich habe keine Ahnung. Sei vorsichtig, okay? Denn es gibt viele Leute, die dich nicht so akzeptieren werden, wie du bist. Und mit denen musst du fertig werden, okay? Also komm jederzeit wieder. Also es gibt keine, okay, sehe ich das richtig? Es gibt einfach keine vernünftige Aussage. Ich kenne mich mit diesem ganzen Gender-Kram wirklich nicht großartig aus. Ich klicke jetzt auch mal weiblich an. Ich habe keine Ahnung, was ein Cis-Gender ist. Also, ihr könnt mich gerne aufklären, wenn ihr möchtet. Okay, denn es gibt viele Leute, die dich nicht so akzeptieren werden, wie du bist. Und mit denen musst du fertig werden. Okay, also komm jederzeit wieder. Das ist auch in den aktuelleren South Park-Folgen thematisiert worden und da habe ich, glaube ich, ein paar einfach überhaupt nicht von gesehen. Ich lasse jetzt mal sonstiges. Sei vorsichtig, okay, denn es gibt ja, viele ist Leute, ja gut, die dich nicht so akzeptieren werden, wie du bist und mit denen musst du fertig werden, okay? Also komm jederzeit wieder. Okay. Ich mache gern Überstunden für Problemkinder wie dich, okay? Wunderbar. Was heißt die Problemkinder wie mich? Gut, hier können wir nicht weiter, aber wir können jetzt noch zum Gym, zur Sporthalle. Wieder hoch. Nur da. Arschkörperspray. Die tatsächliche Penisgröße von Jungen. Cartman lässt grüßen, was? Hey, am Volleyballnetz kommen wir jetzt doch. Da kommen wir dran vorbei. Da ist noch eine Tasche. Und dieses Poster gehört da bestimmt zu diesen Yaoi. Ja, wunderbar. Kunstsammler. Noch eine Tasche. Gegengift. Okay, scheint ansonsten noch nichts zu sein, wo wir im Moment hin können. Komm morgen wieder, ja?
Schau, schau, schau! Das ist doch so was Geschlechtsneutrales! Solche wie dich mögen wir hier überhaupt nicht, klar? Lass uns dieses Ding ordentlich begrüßen! Oh je. Gut, dann kommt jetzt noch ein Kampf. Dich prügle ich zum Hetero, so wie Harry damals, 94. Beeilen wir uns. Also was kann er jetzt tun? Fügt Feinden Schaden zu und verleiht Blitzkrieg Unsichtbarkeit. Trifft einen Feind in der Nähe. Tauscht Plätze mit einem Verbündeten und heilt ihn. 23 Abzug, 30 Abzug. Irgendwie. Hübscher Fernosthybrid. Relativ seltsam, wie ich da angreifen kann. Aber ihn greife ich jetzt einfach mal mit der Kraft an. Ich spüre regelrecht das Herzblut. Okay, das heißt, wir können ihn gleich von hinten auf die Fresse hauen. Wenn du Amerika nicht liebst, kriegst du was auf deinen Sozialistenarsch. Jeha! Alter. Alles okay, super, Craig? Klar, mir geht's super. Hau sie weg, Neuer! So sorgt man für Schmerz. Gegen die Karre. Lies die Verfassung, dann weißt du, dass es meine Pflicht als Patriot ist, dich fertig zu... Bau keine Bruchlandung. So, jetzt haben wir Humankeit. Blocken, Heilen bringt jetzt gerade uns da überhaupt nichts. Wir können ihm jetzt eine verpassen. Pew, pew. Nächstes Mal gibt's das Fernlicht. Ah, ich bin zwei dran. Übrig. ...31 verlangsamt ihn, knallt dann gegen uns, ich weiß gerade nicht, ob das gut ist. 39. Mega Vorschlag! Hättest du dir mal bei deinem Kostüm so viel Mühe gegeben? Alter, sei froh, dass ich hier bin. Bereit, Feinde in Machtgeschwindigkeit fertig zu machen. Nee, das hilft uns überhaupt nicht. Das ebenfalls nicht. Kann ich bitte... Das ist doch scheiße, warte mal. Irgendwie gefällt mir das nicht. Müssen wir die Karre da angreifen? Nee. Weck mich dann mal auf, wenn ich dran bin. Das hilft uns nicht. Ah, jetzt können wir jemanden angreifen. Gut. Cool and Friends, für immer. Der ist down. Los, Wunderarsch! Yeah. Und die Chancen steigen stetig. Einer ist noch da. Boah, scheiße. Wie kann man ein Kind mit Spange schlagen? Ja, echt. Das Böse fürchtet die Kaltlaser. Nee, das ist scheiße. Das habe ich gebraucht, danke. Ja, ich glaube, das ist gerade echt sinnvoll gewesen. Also los. So weit kommen wir nicht, von daher können wir... Ich habe was für dich. Ich bin wütend, da ist ein Schwuler im Stripclub. Wunderbar, die Aussage. Ja, das hilft mir nicht wirklich. Du willst eine Heilung? Ja. Das kann der Typ zwar... Das sollte helfen! ...direkt angreifen. Mach sie fertig, Saftsack! Ach, ich mach das jedes Mal! Ich hab 3 meiner 10 Comics weggelegt, um das zu sehen! Alter! Ich brenne wie der Busch in der Bibel! Selbst in der Hölle kommt nichts dem Zorn des Kite gleich! Gut, dann greifen wir doch mal an. Wow, hier unten lebt noch jemand?
Super, Craig, einsatzbereit. So, jetzt nicht mehr. Bravo, gute Arbeit. Schön in die Karre gehauen. Wir haben es geschafft. Ich habe leider keine Übersicht, wie lang das Video jetzt war. Durch die technische Panne hat sich das Ganze ein bisschen verzögert. Und ich würde auch sagen, ich muss mich mal langsam ins Bett legen. Es ist jetzt irgendwie im Moment schon fast 2 Uhr nachts bei der Aufnahme. Ich bin nicht früher dazu gekommen, irgendwie 50 was aufzunehmen. Ich habe jetzt ein paar Folgen wieder am Stück aufgenommen. Ich hoffe, dass das jetzt in dem Tempo weitergeht. Dass ich da relativ regelmäßig Content bieten kann. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst mir doch einen Gefällt mir Klick da und falls ihr noch nicht abonniert habt, abonniert und seht es mir ein bisschen nach. Ich bin ein bisschen müde, vielleicht bin ich nicht ganz so gesprächig wie sonst. Aber mir hat es auf jeden Fall wieder Spaß gemacht und weiter geht's beim nächsten Mal. Ich sage, macht's gut. Tschüss.